Der Gasmann. Du hast nichts in der Hand. Okay, vielleicht schraubt er auch an das Unsichtbaren rum. Ich habe keine Ahnung. Soll er halt machen. Okay, everyone. Keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like porking that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps, can it, till then? Phelps, I'm partnering you with Hershel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Steffens' family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, Detective. Now get out of here. Both of you. Get out! Ein traumhaftes Dezernat, aber wenigstens scheint der Kollege nicht so nervtötend zu sein. Aber gut, nach Roy ist alles eine Verbesserung. Schauen wir es uns an. Mann, 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 Mann. So, wo muss ich denn lang hier? Hier drüben? Hier scheint alles eine Nummer kleiner zu sein als vorher. Na gut, von mir aus. Mann, Mann, Mann. Vor allen Dingen, dass die dann auch alle auf ihn so abgehen, ne? Das ist auch seltsam. Warum zeigt es mir den Ausgang? Okay, dann gehen wir nach da und nehmen den Ausgang. Das ist mir auch recht, wenn du meinst. Ich hätte jetzt den Hauptausgang genommen. Oh, so schlecht sieht die Karre jetzt gar nicht aus. Ich hatte jetzt irgendwie Schlimmeres erwartet, muss ich zugeben. Schauen wir es uns an und ich bin mal gespannt, wie der Kollege ist. Schweigsam, wie es scheint. Finde ich okay, finde ich gut. How long have you been working arson? We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? We'll look somewhere else. So this is how it's going to be, partner? I already told you, I don't do partners. I seen you on your first day, hero. Walking into the station, chest puffed out like a little kid at his confirmation. You wouldn't have given me the time of day. And now you need somebody. That somebody's supposed to be me. Well, it's not gonna happen. That's quite a speech. I heard you were the strong silent type. You cracking wise, Phelps? No, Biggs. I'm breaking the ice. Just drive, hotshot. Ich glaube, ich mag ihn. Er ist mir weitaus sympathischer als die anderen bisher. Steffens Hausbrand, 9:08 Uhr. Ist nicht viel übrig. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hersh. Cap this one. Yeah. Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffens' family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. Let me come home with us. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry Lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Ich mag Hershel, der ist nett. Mich würde ja mal interessieren, was das denn war, wo sie was gewonnen haben, denn es ist schon ein ziemlich großer Zufall. Und auch die Tatsache, dass ja alles abgerissen werden soll, damit hier irgendein Bauvorhaben realisiert werden soll, ist schon ein bisschen seltsam. Es scheint mir irgendwie so, als ob man da Platz machen will, habe ich so das Gefühl. So, schauen wir doch mal. Hast du hier irgendwas? Nee, ne? Na toll, bei der Brandermittlung dürfen wir jetzt überall im Schutz suchen und schauen, ob wir irgendwas finden in dem Dreck. Na toll. Das kann ja was werden. Optimistic Call. Ich glaube, das war mal eine Pfanne. Kann mich aber auch irren. War aber auch ein ziemlich kleines Haus, kann das sein? Na, drüben liegt doch was, das irgendwie so aussieht, als ob es... Achso, das ist bloß ein Buch. Und vielleicht wollen sie das ja noch haben. Ich meine, so 2/3 kann man bestimmt noch lesen davon. So, also direkt... Nein, ich will nicht nochmal das Buch haben. Direkt im Haus scheint der also nichts zu sein, ne? Was liegt denn hier rum? Ein Kerzenständer. Oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht, wo genau ich jetzt nachsuchen soll, um ehrlich zu sein. Nein, ich will nicht dieses Buch haben, meine Güte. Schlimmer als ein Bücherhändler, der schon lange nichts mehr verkauft hat. Okay, schauen wir erstmal außen rum. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo was am Rande. Ich weiß halt auch nicht, wie genau das jetzt ablaufen soll hier bei der Brandermittlung. Ich meine, sowas habe ich bisher ja auch noch nicht gemacht. Überraschenderweise. Was liegt denn hier für eine Kiste? Ah. Instaheat, Los Angeles, Kalifornien. Wartungsübersicht. Ja. Okay, sehr gut. Matthew Ryan. Und das war's auch schon. Okay, also müssen wir nicht im Dreck rumwühlen. Das ist gut. So, ich weiß nicht, ob wir noch mit den Opfern hier reden sollen oder wie es aussieht. Mr. Steffens, Cole Phelps and Hershel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Okay, Gullivers Reisebüro, Reiseziel Catalina Island. Okay, das interessiert mich bald mehr als das andere, muss ich sagen. Wunderbar, dann werden wir erstmal, würde ich sagen, im Reisebüro vorbeischauen. Ich finde das mal gar nicht so unwichtig. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Von der Wohnbauförderungsgesellschaft. Klingt immer seltsamer. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just hung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Das wundert mich jetzt nicht so sehr. Das passt genau. GI houses? Yeah, something like that. That's all we need for the moment, Mr. Steffens. All right. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich daran was anzweifeln muss, ehrlich gesagt. Once with him. You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Tja, Okay, wir müssen erstmal eine Adresse rausfinden, so wie mir scheint. Ich glaube, mit Hershel haben wir jetzt wirklich mal ausnahmsweise einen netten Kollegen. Und zwar mal einen wirklich guten Mann, sozusagen. Was ist denn das hier? Achso, das ist eins der Häuser, das wahrscheinlich abgerissen wird. Ach, da passt ja auch das hier mit Mr. Noble, also dem Schauspieler. Denn das ist bisher auch noch nicht mit reingekommen, das muss ja nur irgendwann mit vorkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Ermittlungen in den Brandfällen uns bis ganz nach oben dorthin führen. Cole Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks for your help. Wunderbar. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal bei der Wohnbauförderung vorbeischauen. Das interessiert mich weitaus mehr als dieser Kasten. Natürlich könnte es sein, dass der Mann, der als Warter draufsteht, derjenige ist, der das Ganze durchgeführt hat, aber er wird nicht der Hintermann sein dabei. Wir haben ja gleich 3 Ziele. Achso, der Sawyer-Hausbrand. Ne, da will ich noch nicht hin. Erstmal zur Wohnbauförderung. Ach, siehst du mal, derjenige, der es gewartet hat, steht gar nicht mit drauf. Okay, Reisebüro oder Wohnbauförderung? Okay, gehen wir erstmal zum Reisebüro. Hat die Gutscheine ausgegeben? Ja, los geht's. Wollt ihr nicht sprechen? Gibt's nichts zu sagen? Gut, dann nicht. Ist okay. Dann schweigt. Hab nichts dagegen. Nachdem wir so viele Labertaschen hatten, ist es gar nicht mal so schlimm. Wo ist denn das? Nicht bei mir, auf jeden Fall. Keine Ahnung, wo genau. Wir müssen auf jeden Fall da oben hin und haben... Ich weiß nicht, wo der Fall ist. Machen wir ein Stück raus hier. Zoom mal, zoom mal. Gute Frage. Ach, hier. Ach, pff. Also überhaupt nicht in meiner Ecke. Aber ich würde sagen, wenn wir da hoch machen und hier unten sind, können wir uns noch zumindest eins von den 3 versteckten Fahrzeugen mitnehmen, oder? Wäre doch mal eine Maßnahme. Platz da. Ja, hier wird ziemlich viel gebaut. Das ist ja ein Riesenprojekt, das die hier realisieren wollen. Kann das sein? Naja. Das sieht schon nach einem staatlichen Großprojekt aus, bei dem die Interessen von einzelnen Politikern wahrscheinlich ziemlich stark sein werden, das umzusetzen. Und sich auch über den, über das Wehren, wie heißt es denn, über den Widerstand, Mensch, von einzelnen Bürgern hinwegzusetzen. Würde mich jedenfalls nicht sonderlich wundern. So. Schauen wir uns mal das Auto hier an. Bist du dabei, Biggs? Ich komme nicht wieder rein. Oh, interessant. Das ist ja spannend, das Auto. Ein Ford H-Boy. Okay. Das ist wirklich spannend. Komm rein. Ja, was denn? Hallo? Geht doch. Los geht's. Schön klein, wendig und agil und auch nicht so langsam. Finde ich gut, gefällt mir. Möchte ich bitte als Dienstwagen haben. Wie wär's damit? Wahrscheinlich eher nicht. Ist ja jetzt auch nicht so repräsentativ. Aber macht schon Spaß, das Auto. Uah! Naja, mit der Handbremse kann man nicht so gut arbeiten bei dem. Wirkt halt ziemlich hecklastig auf mich, ne? Also man kommt nicht, man kann nicht so schön schleudern hier. Nicht so schön driften. Der kommt gar nicht erst so richtig in den Drift rein. Untersteuert halt ein bisschen. Wow! Wow! Das war interessant. Kann man machen. Warum nicht? So, okay. Lass mal weiterschauen hier. Jetzt mal endlich zu dem Reisebüro hin. War irgendwie doch weiter weg, als ich jetzt gedacht hätte erstmal. Ach komm, ich kürze gleich mal ab durch den anderen Park hier. So, wie weit ist es denn noch? Da ist es doch endlich. Dieses riesen Wohngebiet ist erschrecklich hier, durch das man sich durchwählen muss. Das ist ein ganz kleiner Laden. Gut über das Reisebüro, 9:56 Uhr. Aber nett gestaltet. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham, can I help you, gentlemen? What can you tell us about the travel tickets that you issued to the Steffens family? Steffens, let's see, family of 5, I think. Trip by flying boat to Catalina Island. Tickets were issued last week and redeemed this weekend. Okay. Neue wichtige Person, John Cunningham. 4-köpfige Familie per Flugboot. Achso, das ist das, wo ich gerade den Finger drauf habe. Ne, wir wollen eine 5-köpfige. Was ist das? Steffens hier oben. Here they are. Steffens. Richtig. Hast du gut erkannt. Family of 5 by Flying Boat to Catalina Island. Collected. Name Elmoon. Was ist denn das für ein Name? Ist das irgendwie derjenige, der es aufgenommen hat? Achso, das ist eine andere Familie dann schon wieder. Okay, was soll ich genau jetzt machen? Was haben wir hier? Cancelled ist hier jemand. Familie Sawyer? Oh, das ist sehr auffällig. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Na, sieh mal an. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. Okay, haben wir hier irgendwas, das die beiden schon in Verbindung bringt? Ich glaube nicht, ne? Boiler, Preisausschreiben, Ticket. Ja, ist jetzt überhaupt nicht irgendwie auf das Ausschreiben eingegangen, dass das von denen ist. Wollen die jetzt darauf hin, oder? Na, ist irgendwie komisch, ne? Hier ist Suburban Wohnbauförderung verantwortlich für die Flugbadkampagne und das Preisausschreiben. Was kommt denn bei Lüge? How much business do you do with Suburban? You get some kind of kickback from these guys. Oh, so now you're accusing me of taking kickbacks from realty developers. You have some way of proving this, detective? Okay, nee, das wollte ich gar nicht. Klingt abwegig. Like I made a mistake. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Anzweifeln. Vielleicht ist es auch wahr, ich weiß es nicht. So you don't believe that it's egal. Suspicious that a guy who doesn't want to sell his house wins some holiday tickets, and while he's away, his home burns down. To me, it just sounds like really bad luck. Ah, natürlich. It's not like everyone who wins a prize gets their house set on fire, officer. Aber 2, die auf der Liste stehen, das ist schon ein bisschen unwahrscheinlicher. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes. Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. Das wirkte jetzt irgendwie nicht so glaubwürdig, muss ich sagen. While the Steffens family was at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. I'm sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize they won? Sure. Look, there's supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Überraschung. Thanks for your help. No problem. I just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you good man, Cunningham? You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but great. Tja, Nullnummer. Okay. War jetzt auch wieder seltsam, weil irgendwie beide Fragen in dieselbe Richtung gingen. Und bei der ersten Frage hat er noch gemeint, ja, ist halt Pech. Und dann ist er auf einmal total betroffen, ne? Naja, egal. So, schauen wir mal. Und machen jetzt mal... wir sollten vielleicht doch mal zu dem Hausbrand von den Sawyers machen, oder? Weil es ja jetzt beides in dieselbe Richtung geht. Da haben wir ja gerade schon gesehen, dass die auch mit drauf standen. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? Die Gespräche sind sehr viel kürzer als in den anderen Departments. Finde ich interessant. Hat was für sich, wenn nicht so viel quasseln. Okay, schauen wir uns erstmal den Sawyer-Hausbrand an. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht kreuz und quer die längsten Strecken, die ich irgendwie aufbauen kann. So, das ist aber wahrscheinlich... Ja, das ist wieder da unten. Naja, was soll's. Gut, aber da können wir gleich noch ein verstecktes Fahrzeug mitnehmen, das ja gleich dort in der Ecke mit ist. Warum nicht? Geben wir mal einfach ein bisschen Gummi. So, drück auf die Hupe, auf die Tube und auf die Hupe und heizen einfach über die Kreuzung drüber, in der Hoffnung, dass wir niemanden erwischen und uns niemand erwischt. Wobei, selbst wenn, ist auch egal. Platz da! Meine Güte! So viele Leute, die auf dem Fußweg rumlaufen. Sauerei. Ich glaube, ich bin falsch. Kann das sein? So ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob wir da hinten durchkommen. Lass mal schauen. Wahrscheinlich nicht, ne? Weg. Ihr Tauben. Ne, aber wir sind doch richtig. Ist ja schön. Das ist ja sehr gut. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. So. Bleib ruhig sitzen. Ich schaue mir mal das neue Auto an. Oh ne, was ist das denn? Der sieht schwerfällig aus. Komm rein. Ja, was denn nun? Irgendwie hat er Probleme mit der Einsteigeranimation, kann das sein? Sehr interessantes Heck, muss ich mal so sagen. Das Heck sieht ein bisschen aus wie eine Front. Aber gut, wer drauf steht, weg mit der Bank. Sieht schon ein bisschen bizarr aus, die Karre, ne? Also den Heckgrill habe ich auch noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen, um an den winzigen Kofferraum ranzukommen, muss man sich unglaublich nach vorne lehnen. Seltsames Ding.